den man eigentlich nicht ankündigen braucht. Ich glaube, eine von meisten gehörten Sprüchen von diesem Mann ist: Aufhören, aufhören, Herr Becker. Wilfried Schmickler. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kölner Europäerinnen, europäischen Kölner. Ich freue mich aufrichtig, heute Nachmittag meinen kleinen Beitrag zu Ihrer großartigen und mehr denn je notwendigen Kundgebung leisten zu dürfen. Gerade in einer Zeit, in der die als Eurokritiker getarnten Nationalisten, Deutschtümler und Fremdenfeinde aus den schwarzen Löchern von vorgestern kriechen und mit ihrer Hetze gegen die große Idee eines vereinten und demokratischen Europas die Zeit aufhalten zu wollen, gerade in einer solchen Zeit lacht mir das Herz im Leibe, wenn ich sehe, wie viele Menschen dieser Hetze ihr klares Bekenntnis zu Europa entgegensetzen. Und deshalb möchte ich euch, hochgeschätzte Kölnerinnen und Kölner, nachträglich gratulieren. Gratulieren zum Kölner Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Mehr als 93% der Kölnerinnen und Kölner haben am 24. September 2017 bewiesen, dass diese großartige Stadt nicht nur im Herzen Europas liegt. Nein, hier in Köln tragen die Menschen Europa auch in ihren Herzen. Das Europa des Friedens, das Europa der Toleranz, das Europa der Zukunft. Kein Platz für nationalistische Hetztiraden. Der AfD-Vorsitzende Gauland hat ja gleich nach der Wahl erklärt, wir werden uns unser Volk und unser Land zurückholen. Jetzt habe ich persönlich leider nicht allzu viel Land. Nur so einen kleinen Garten im Oberbergischen. Aber ich sage Ihnen, den kriegen Sie nicht. Selbst wenn es den völkischen Eroberern gelingt, sämtliches Land um mich herum zu besetzen, dann werde ich in alle Bäume auf meinem Grundstück Europa- und Regenbogenfahnen hängen, mehrmals täglich in einer Burka durch den Garten springen und eventuell errichte ich sogar ein Minarett am Gartenzaun, indem ich über riesige Lautsprecher hin und wieder mal ein dreimal kräftiges Alarmalachen in die Landschaft posaune. Es stinkt der See, die Luft ist rein, Björn Höcke muss ertrunken sein. Oh, Entschuldigung. Ist mir jetzt rausgerutscht. Habe ich bei der AfD öfter mal, dass mir da sowas rausrutscht. Stehen zwei Männer in der Kneipe am Tresen, sagt der eine, alle AfD-Wähler sind Armleuchter. Sagt der andere, wollen Sie mich beleidigen? Wieso, sind Sie AfD-Wähler? Nein, Armleuchter. Und trotzdem. Trotzdem, meine Damen und Herren, hat die AfD im Endeffekt die Bundestagswahl gewonnen. Vor allem im Osten. Sie erinnern sich, Sachsen, 27% AfD. Mir Sachsen, wir sind helle, das weiß die ganze Welt. Und wenn wir auch mal dämlich sind, da haben wir uns verstellt. Der Hauptgrund für das gute Abschneiden der AfD soll ja vor allem Angst gewesen sein. Angst um Deutschland. Aber meine Damen und Herren, da muss doch die Frage gestattet sein, Angst wovor? Was soll denn in Zukunft in Deutschland Schreckliches passieren? Hungersnöte, Seuchen, Flächenbombardierungen? Wissen Sie, als Kind, da hatte ich immer Angst vor Nikolaus. Aber als ich irgendwann gemerkt habe, dass der böse heilige Mann in Wahrheit der zweite Vorsitzende vom Gesangsverein war, da war die Sache gegessen. Das ist sie mit der Angst vor den schwarzen Räumen und den dunklen Kellern. Da hilft nur eins, Lampe an, Licht in die Finsternis. Und was sehen wir dann? Wir sehen riesige Warenhäuser, bis zum Bersten gefüllt mit Lebensmitteln aller Art.
Straßen, auf denen gewaltige Karossen den spottbilligen Treibstoff in den Äther blasen, ohne sich auch nur einen einzigen Zentimeter zu bewegen. Und an jeder Straßenecke eine Apotheke mit rezeptfreien Mitteln gegen Wehwehchen aller Art. Wovor sollte ich Angst haben? Lebe ich in Kabul, in Aleppo, in Ramallah? Nein, ich lebe in Köln. Mein Leben ist versichert, genau wie meine Gesundheit, mein Auto und mein gesamter Hausrat. Und bevor ich das Opfer eines Terroranschlags werde, verrecke ich auf der A1 in einer Massenkarambolage am Stauende. Und jetzt erzähle ich mir bitte nichts. Und jetzt erzählen Sie mir bitte nichts von den Flüchtlingen, die mir was wegnehmen könnten. Wissen Sie, wer mir hier was wegnimmt? Das sind die Banken, die Kreditbetrüger, die Steuerhinterzieher, die internationalen Großkonzerne, die in diesem Land blendende Geschäfte machen, ohne auch nur einen einzelnen Cent Steuern zu bezahlen. Die Immobilienfonds, die den sozialen Wohnungsbau aufkaufen und in eine asoziale Mietwucherzone verwandeln. Die Waffenhändler, die ihre Kriegswerkzeuge in die Krisengebiete verkaufen und damit meinen ganz persönlichen Frieden und den meiner Nachbarn aufs Spiel setzen. All diese Schmarotzer und Wirtschaftsflüchtlinge, die nehmen mir was weg und Ihnen übrigens auch. Also, kommen Sie mir bitte nicht mit den Flüchtlingen. Selbst wenn es im Endeffekt tatsächlich hochgerechnet 1 Million wäre, die in Deutschland bleiben dürfen. Na und? Wenn 80 Gäste in der Kneipe sind, einer kommt dazu, da kann doch von Überfüllung nicht die Rede sein. Wie sagt mein hochgeschätzter Kollege Jürgen Becker, der Umsatz ist langfristig am größten, wenn alle mittrinken. In diesem Sinne geben wir es einfach mal ein paar Runden. Bin mir ganz sicher, dass sich das langfristig rechnet. Aber meine Damen und Herren, noch zum Schluss, was ist, wenn Sie doch recht hatten? Die Pegidas, die Dregidas in Dresden, die Bogidas in Bochum, die Dügidas in Düsseldorf, die Digidas in Dinslaken, die Babagidas in Baden-Baden, die Kappagidas in Garmisch-Kartenkirchen und die Tratragidas in Traben-Traberg. Die sich zum Beispiel in Dresden nachmittags am Montag versammeln und dann durch die Stadt ziehen und immer wieder behaupten, wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und wenn Sie da mal hingehen und fragen mal ganz dezent nach, ja, Freunde, gut und schön, ihr seid das Volk, aber ihr behauptet, wir sind das Volk, aber wer zum Teufel sind wir denn jetzt eigentlich? Da heißt es nur wir, also immer wir. Wir sind immer noch wir. Ich bin wir und du bist wir und er ist wir und sie ist wir. Wir vier sind wir, so ist das hier. Doch die von da und der von da sind nicht von hier und nicht wie wir. Denn ich und du und er und sie, wir vier sind eben nicht wie die. Und weder die noch der von da kann sein wie wir, das ist doch klar. Selbst wenn er irgendwann vergisst, dass er von ganz woanders ist und glaubt, er wäre jetzt von hier und wäre jetzt genau wie wir, da geht das nicht, weil wir bin ich und wir bist du und er gehört da nicht dazu. Und so zu sein wie du und ich, das will er in der Regel nicht. Und das ist ja auch richtig und unwahrscheinlich wichtig, dass jeder weiß, wer er ist und niemals vergisst, dass da, da und hier, hier und die, die und wir, wir. Weil es stets so war, dass die von da und wir halt von hier und zwar alle vier. Ich, du, er und sie. Und wären wir wie die, dann wären wir ja von da und daran scheitert es ja. Wären wir von da und die von hier, dann wären die wir und wir wären die. Und wir wüssten nie, wie es ist, dieses Wir sein, dieses ganz und gar hier sein. Weil nicht sein darf, was nicht sein kann, fangen wir es erst gar nicht an. Ich bleib ich, du bleibst du, er bleibt er und sie bleibt sie. Wir vier bleiben wir, die bleiben die und so bleibt alles irgendwie genauso, wie es immer war. Na wunderbar. Nein, meine Damen und Herren, mit den Gedanken von gestern, mit den Gedanken von gestern gibt es keine Zukunft. In diesem Sinne, für ein lebendiges Köln, in einem weltoffenen Deutschland, in einem vereinigten Europa, in einer friedlichen Welt. Ich danke Ihnen, gut, dass es Sie gibt. Vielen, vielen Dank.